How am I looking today? How can we live sustainably? Is there a God? Is death something we have to fear? And what comes after? Such questions, the trivial as well as the existential, have occupied people throughout human history. Today, diverse answers to questions from all spheres of life and from all continents and epochs can be found under the roof of a unique institution. Initially founded to preserve the cultural legacy of the former German state of Prussia, the Prussian Cultural Heritage Foundation preserves more than 5 million objects in 19 museums, libraries, archives, and research institutions. It is one of the world's 5 major universal collections and a place of innumerable stories. Berlin's treasure trove. Among the most mysterious objects in Berlin's treasure trove are some that are invisible, whose beauty is literally in the air in the form of acoustic waves. The sounds that Mozart had in mind when he wrote the score for the Magic Flute are likely to be quite different to those that you would hear in a performance today. Could the research that is underway in the museum help us to get at least closer to his original vision? Oh, zittere nicht, mein lieber Sohn, hier geht's los. Ja. Das ist jetzt der erste Auftritt der Königin der Nacht. In der Inszenierung mit den Schinkelbühnenbildern ist es dann die Stelle, an der die Königin der Nacht auf der Mondsichel herunterschwebt. Mhm. Und hinten sieht man dann den Sternenhimmel. The Berlin State Opera still performs Mozart's The Magic Flute using historically accurate sets. These have only been able to be recreated because the foundation's Museum of Prints and Drawings has preserved Carl Friedrich Schinkel's stage designs. Uncovering the historical sound is somewhat more difficult. Mozart's original score for The Magic Flute is likewise preserved by the Prussian Cultural Heritage Foundation in the State Library. For Connie Restler, the director of the Musical Instrument Museum, and Martina Rebmann, director of the Musical Manuscript Department, Mozart's handwriting permits a glimpse into the process of creation. Man sieht die Entfärbung der Tinte in den Binnenstimmen, während die Außenstimmen, der Gerüstsatz, der zuerst niedergeschrieben worden ist von Mozart, noch eine stärkere Tintenfarbe hat. Was mir hier auch im Autograph jetzt so deutlich wird, dass Mozart das alles wirklich gleich im Kopf hatte. Mhm. Es gibt ja andere Komponisten, die erstmal so den Satz und so alles und dann wird es irgendwie hinterher alles orchestriert. Das ist bei ihm gar nicht der Fall. Er weiß gleich, wie das zu klingen hat.
The Musical Instruments Museum in the complex of buildings that make up the Philharmonie near Potsdamer Platz is dedicated to the question of this original sound. Diese Idee, dass man etwas wieder zum Klingen bringen möchte, was eigentlich irgendwie längst verklungen ist, es war eine neue Art und Weise, mit älterer Musik umzugehen. Darf man historische Musikinstrumente spielen, darf man sie nicht spielen? Musikinstrumente sind ja dazu da, um einen Klang hervorzubringen, hervorzuzaubern. Und wenn ich diesen Klang nicht mehr hervorzaubern kann, dann sind es eigentlich stumme Zeugen, die letztendlich nicht das aussagen können, was wir von ihnen erwarten. Das ist so, wie wenn Sie ein farbiges Bild angucken, aber Sie sehen es eigentlich nur schwarz-weiß. The historical instruments are being kept in working order and occasionally played by expert instrumentalists, such as this basset horn from Mozart's time. Wenn man sich vor Augen führt, dass Theodor Lotz nicht nur ein genialer Instrumentenbauer war, sondern ein Freund Mozarts, also dass ich ein Instrument in der Hand habe, das jemand gebaut hat, der mit Mozart eng verbunden war und dann Mozart inspiriert hat zu seinen großartigen Werken für diese Instrumente, lässt mich schon in Ehrfurcht erstarren. Mit einem modernen Bassetthorn ist man sehr schnell zu laut und zu vordergründig. Es ist zu weit weg von dem, was uns so ein altes Instrument erzählt. Hier kann man wirklich musizieren und dem nachspüren, was Mozart wollte und was Mozart erwartet hat. For some, music is the most important thing in life. For others, it's their sports equipment. Because both are a part of our lives, they also belong in the museum, as witnesses to our everyday reality. We all hoard our own personal treasures. What's special about my life? What distinguishes me? It's amazing how much accumulates over the years. We surround ourselves with objects because they're useful, because we think them beautiful, because they reflect our self-image. Who am I? In the early 17th century, Georg Gieser, a rich merchant, asked himself that very question. His image went down in art history. Today it can be viewed in the Gemäldegalerie at Berlin's Kulturforum, Berlin's second important ensemble of museums alongside Museum Island. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier vor einem der bekanntesten, bedeutendsten und auch markantesten Bilder der Gemäldegalerie, dem Porträt des Kaufmanns Georg Giese von Hans Holbein dem Jüngeren, gemalt im Jahre 1532. Es ist alles andere als eine naturalistische Darstellung. Es ist eigentlich so, dass in der Mitte dieses große Porträt ist, das uns ja auch anguckt, wirklich als der Mittelpunkt, und außenrum in Form einer Raumecke sozusagen alle Attribute, all die Dinge, die den Giese charakterisieren sollen, angereichert werden von Holbein. Einerseits ist es natürlich der erfolgreiche, international agierende Kaufmann. Darauf deuten diese vielen Geschäftsbriefe. Durch seinen Beruf ist er reich geworden. Das zeigt der anatolische Teppich. Das hat damals ein Vermögen gekostet, so ein Stück, die venezianische Glasvase ebenfalls. Und dieses absolute Hightech-Gerät, nämlich die kleine Tischuhr, eine der kleinsten Uhren, die es im frühen 16. Jahrhundert gab.
In other words, Georg Gieser had himself depicted amongst precious decorative objects, like those that can be admired next door in the Museum of Decorative Arts. Ich nehme die mal raus, diese runde Tischuhr. So. Ja. Also hier unten, denke ich, dürfte ich sie öffnen können. Dann können wir uns mal das Uhrwerk noch anschauen. Ja, das wäre schon wichtig zu sehen, wie sie innen ist. Achtung, jetzt muss ich hier mal aufmachen. Schauen Sie, das geht recht. Es sieht doch sehr funktionstüchtig aus. Finde ich auch. Das ist die Hemmung, dass wenn das auf Zug gebracht ist hier, das Ganze auf der Schnecke, ne, dann würde das ja runterrasen und der Zeiger dreht sich bis zu Ende ist. Und durch dieses Rad hier, die Hemmung, wird das sozusagen in einem Rhythmus abgespult. Unser Stück ist eine 24-Stunden-Uhr, wo ein Zeiger oben um das ganze Blatt herumläuft. Und bei Dunkelheit konnte man auch die Zeit ablesen, weil am Rand Noppen sind und die Noppen haben unterschiedliche Höhen. Und wenn man die vorsichtig abfühlt, konnte man auch wissen, welche Stunde es geschlagen hat. Es war was völlig Neues, etwas, was man haben musste, wie quasi das neueste iPhone. Was ist Kunstgewerbe, ist eines der schwierigsten Fragen. Früher war es so, man hat keine Museen besucht, weil es die noch nicht gab, sondern man hat Schlösser besucht, wenn man auf Bildungsreise war. Und da konnte man, wenn man gut angezogen war, durch die Räume gehen. Und die waren ausgestattet mit Textilien, mit Möbeln, mit Spiegeln, mit Leuchtern, mit Porzellan. Und von dieser Tradition ausgehend haben wir gesammelt. Only the most modern and precious goods would do for Georg Gieser's image. No contemporary advertising agency could showcase products more effectively than portraitist Hans Holbein. With his almost photorealistic depiction of the luxurious carpet, Holbein practically branded it with his name. Warum wir so eine große und sehr bedeutende Sammlung haben, liegt vor allen Dingen an Wilhelm von Bode, der um 1900 sich sehr stark für die Gründung des Museums für islamische Kunst eingesetzt hat. Und deshalb hat Wilhelm von Bode einen Großteil seiner selbst erworbenen Teppiche dem Museum damals geschenkt. Dieser Teppich ist ja ein Holbein-Teppich und ist mit dem auf dem Gemälde vom Kaufmann Gysi sehr, sehr stark verwandt. Der klassische Aufbau, der den Holbein-Teppich zum Holbein-Teppich macht, ist absolut identisch. Das sind die Oktogone und die Rankenwerke, die versetzt zu den Oktogonen dazwischen eingefügt sind. Wilhelm von Bode als Begründer der Teppichforschung hat mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Teppichtypus auf den Gemälden von Holbein abgebildet ist. Und die Forschung hat dann irgendwann sich dazu entschlossen, diese Teppiche Holbeinteppiche zu nennen, weil jeder sofort wusste, was gemeint ist. Die sogenannte Berliner Methode war auch eine Leistung Bodes. Das bedeutet, dass man Teppiche datiert aufgrund ihres Erscheinens auf datierbaren Gemälden. Der Kaufmann Gysi ist 1532 gemalt. Das heißt, dass ein Holbeinteppich ungefähr ins 16. Jahrhundert zu datieren ist. A coveted Anatolian import in Holbein's time. It is now one of the treasures in the Museum of Islamic Art. What kind of man might merchant Georg Gieser have been, who gazes at us from Holbein's portrait as if he were advertising luxury products of his time? Das sind ja nicht einfach nur Symbole für Reichtum. Das Erstaunliche, was dieses Bild hat, gewinnt es ja auch dadurch, dass diese Glasvase so wunderbar dargestellt wird.
Das Bild bedeutet nicht nur, dass Giese eine Glasvase hatte, sondern vor allen Dingen, dass er auch einen Maler gefunden hatte, der ihm diese Glasvase so malen konnte. Wir müssen uns natürlich fragen, welches Bild von sich, welches Image möchte Georg Giese hier durch dieses Bild vermittelt haben? Das Ganze ist ja ein gewünschtes Bild, eine Repräsentation, die ihn so gibt, wie er sich sehen will. Und ich glaube, wie er sich sehen will, ist, er hat Geschmack und er hat Geld. Er ist ein Kaufmann, aber er ist eben auch ein geistiger Mensch. Der gute Georg Giese. But it doesn't hurt to have the extra cash to fulfill your dream of self-realization. Oh yes, money tells its own stories. The numismatic collection in the Border Museum holds approximately 500,000 coins, making it a true treasure chamber, and much more. Münzen sind das einzige Massenmedium, das wir aus der Antike und auch aus dem Mittelalter kennen. Es gab früher keine Zeitung, es gab keinen Rundfunk, mit dem ein Herrscher prägnante Botschaften aussenden konnte. Mit dem Porträt Denar Karls des Großen haben wir eine ganz besondere Münze vor uns, weil sie das einzige Bildnis von Karl dem Großen zeigt, das er selbst autorisiert hat. Die Vorbilder, auf die er zurückgreift, sind 700 Jahre vorher geprägt worden, aber sie waren immer noch bekannt. Er gibt sich nämlich an dieser Stelle wie ein römischer Herrscher, denn die Münze ist entstanden, nachdem er zum Kaiser ernannt worden ist. Und in diesem Bestreben, die Herrschaft auszuweiten, ist Karl der Große der Vater gleich zweier Nationen. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich. Geld kann auch Freiheit bedeuten. Die Demokratie von Athen war die erste Einrichtung, die die Teilhabe aller Vollbürger vorsah. Es ist wie immer in den politischen Kämpfen zwischen den Reichen und den Armen, dass solche demokratisierenden Erscheinungen Ergebnisse von Notzeiten sind. Und da haben die Perserkriege eine Rolle gespielt. Man brauchte die Bürger zur Beteiligung an den Kämpfen. Und eine Identifikation der Bürger mit dem System, und da kommt das Geld ins Spiel, man erhielt eine Art Entschädigung für die Zeit, die man dem Gemeinwesen gewidmet hat. Das waren ein paar Obole. So konnte ein Steinmetz wie Sokrates sich an dem politischen Geschäft beteiligen. Das bekannte Sprichwort, eine Eule nach Athen tragen, stammt von daher, dass Athen immer Eulen auf ihre Münzen geprägt hat. Geld hat durchaus auch eine identitätsstiftende Funktion. Wir sehen den Stolz Griechenlands, eine alte, starke Kulturnation, die mit Stolz darauf verweist, dass die athenische Eule eben eine der ganz großen ersten europäischen Währungen war und deswegen auch die athenische Eule auf ihre 1-Euro-Münze gebracht hat. Everything has its price. Even freedom, self-realization and happiness. But does it have to be that way? Could we imagine a world that functions differently? A freely determinable life without the compulsion to consume? Creativity instead of commerce? Couldn't we all be much happier and more productive in such a world? How can I realize my full potential? What kind of a society do I want to live in? And is money really the most important resource we have to base that society upon? The search for ideas for a better society
leads us to Hamburger Bahnhof, Berlin's largest exhibition space for contemporary art. Der erweiterte Kunstbegriff ist fähig, in das Herz der Gesellschaft einzudringen. Wenn der erweiterte Kunstbegriff klarstellt, dass die Fähigkeiten der Menschheit und das, was aus den Fähigkeiten der Menschen entsteht, zusammengenommen das Kapital sind, dann wird offenbar, dass auf dem zukünftigen Planeten die Menschen unter anderen höheren Lebensbedingungen arbeiten und wirtschaften werden. This idea permeates many of Joseph Beuys's works, including Kapitalraum. Thanks to art collector and patron Erich Marx, this key work is now exhibited in Berlin. He acquired it in 2015, and along with many other works in his collection, from Warhol to Kiefer, entrusted it to the Prussian Cultural Heritage Foundation as a permanent loan. Warum haben Sie angefangen, Beuys zu sammeln? Ich habe immer in Beuys etwas gesehen, was völlig aus der Normalität der Kunstbetrachtung herausfällt. Da muss man nur aufgeschlossen sein, dass hier etwas ganz Neues ist, was ich noch gar nicht erlebt habe oder was die Menschen noch gar nicht erlebt haben. Dass also die Kunst auf diese Art und Weise sich darstellt, ne? Wer hätte mal früher sowas als Kunst angesehen noch, ne? Wir sehen in dem Werk sind eine ganze Reihe von Schiefertafeln. Und diese Schiefertafeln sind zunächst einmal so beschrieben, wie wir es aus der Schulzeit kennen oder aus der universitären Zeit, mit Formeln und Lehrsätzen. Und damit macht Beuys eigentlich wunderbar ein Szenario auf, wie ein Schulraum. Und der Lehrmeister, der das Lehrmaterial vorgetragen hat, ist gegangen. Es ist ein Erinnerungsstück an etwas, was vor vielen, vielen Jahren passiert ist. Was fasziniert Sie so sehr an dem Werk? Ich habe das als eine generelle Aussage von Beuys angesehen. Ja, da, wo er das, was er geschaffen hat, in einem Werk zusammenbringt. Und das war das hier. Die Idee, dass das wahre Kapital eben die geistig-schöpferische Kreativität ist. Genau. Wenn man das nicht versteht, dieses, dann hätte man Beuys nicht verstanden und wird ihn nie verstehen. Wenn das ein Besucher begreift, dass die Zukunft dieser Welt in unserem schöpferischen Kapital liegt, in unserem schöpferischen Potenzial, dann ist das vielleicht die Aussage zum Zustand unserer Gesellschaft. Beuys's idea would have appeared familiar to the founders of the Berlin Collections. The history of Berlin's museum landscape dates back to the Kunstkammer of the Prussian kings, a collection of pieces of art and natural artifacts for representational as well as educational purposes. It included not just originals, but also copies of masterpieces, so that viewers could educate themselves with the very best that art history had to offer. The Replica Workshop is the oldest institute of all the Berlin State Museums. Wir haben insgesamt 7000 Objekte bei uns im Bestand. Auf der einen Seite sind wir ein Museumsarchiv und auf der anderen Seite sind wir ein produzierendes Unternehmen. Alles, was wir bei uns im Bestand haben, kann bestellt werden und jeder kann bestellen. Wir haben den Auftrag bekommen, einen Abguss des Pergamonaltars zu machen. Wie viele Einzelteile das sind, das werden sicherlich über 10.000 sein insgesamt. Ein großer Schatz, da gibt es vom Reise diese
alten Kernstückformen. Wir benutzen diese alten Kernstückformen bis heute, also gute 200 Jahre. Some of these molds preserve works that are now destroyed and works that have been damaged by environmental factors. So paradoxically, the copies might be closer to the original than the original itself. It is a fact that challenges our notions of the unique aura of the original and the inferiority of copies. It is thanks to this attention to detail that Berlin is still home to its most famous of landmarks. Das Brandenburger Tor in Berlin, im Wandel der Zeiten zum Symbol deutscher Geschichte geworden, wird anstelle der roten Sowjetfahne sein altes Wahrzeichen wiedererhalten. Die Quadriga, nach überlieferten Mustern eine Neuauflage des im Krieg zerstörten Standbildes von Schadow, wurde nach monatelanger Arbeit in einer Westberliner Gießerei fertiggestellt. Mit mehreren Kranwagen wurden die Einzelteile des über 100 Zentner schweren Siegeswagens über die Sektorengrenze transportiert. Bis zur endgültigen Aufstellung, für die allerdings der Ostberliner Magistrat verantwortlich zeichnet, wird es noch einige Wochen dauern. Aber an der Spree freut man sich schon jetzt über das neue Stückchen Altes Berlin. The wartime destruction of Berlin and its museums, as well as the post-war confusion, are responsible for the fact that some objects can only be admired as copies. The Soviet Union claimed important collections as part of war reparations. For Hermann Patzinger, president of the Prussian Cultural Heritage Foundation, this so-called looted art is an issue that demands diplomacy and tact. Diesem Kulturraub geht natürlich auch der Kulturraub und die Kulturzerstörung der Nazis in der Sowjetunion voran. Ich kann nicht das eine von dem anderen trennen. Zwischen 1955 und 1958 hat die Sowjetunion an die damalige DDR von ca. 2,5 Millionen Objekten 1,5 Millionen zurückgegeben. Dazu gehört der Pergamonaltar, der in der Eremitage in Petersburg ausgestellt war. Also das war schon 10 bis 13 Jahre nach Kriegsende, wo die Wunden für die Sowjetunion natürlich auch vor allem an menschlichem Verlust noch sehr, sehr offen waren. Eine große Geste, das muss man auch ganz klar so sagen. Dennoch fehlen aber bis heute ca. 1 Million an Kunstwerken. Das ist eben der Bestand an sogenannter Beutekunst. These objects, some still with their old German inscriptions, are to be found here in these Russian depots. With the relocation of artworks to Russia, they have been far from the public gaze for a long time. Moreover, important knowledge about the objects has been lost. A chance find in the depot housing 18th century sculptures astonished even experts. Ich habe die Viktoria von Calvertone auch zum ersten Mal gesehen und war fasziniert. Es war eine der bedeutendsten antiken Bronzeskulpturen in der Antikensammlung zu Berlin. Man wusste nicht, wo dieses Stück sich befindet, ob es überhaupt noch existiert. The wings of the sculpture were elaborated in the 19th century over the course of restoration work. Because of these modern details, the entire statue was falsely dated in St. Petersburg to the 18th century and promptly disappeared into the corresponding depot. But the Victoria of Calvertone actually originates from the Roman Empire in the 2nd century AD. To optimally restore the precious piece, German and Russian scientists are working together to explore the insides of the sculpture and uncover traces of the different epochs. Through research cooperation and joint exhibitions, they are trying to return these works to the public consciousness. But they cannot be exhibited in Germany, given the legal situation
they would be confiscated as looted art. Dass die Viktoria von Calvertone falsch inventarisiert in der Abteilung für westeuropäische Skulptur des 18. Jahrhunderts untergebracht war in der Eremitage, wo kein Mensch natürlich danach gesucht hat, das ist so eine Ironie des Schicksals. Wir haben einen Vertrag geschlossen zwischen der Eremitage und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass wir dieses Objekt in den Mittelpunkt gemeinsamer Forschungsanstrengungen stellen. Obwohl es eigentlich mit der Beutekunst ein Thema ist, was uns eigentlich auseinanderdividieren müsste, weil wir da natürlich unterschiedliche Haltungen dazu haben. Aber die Tatsache, dass wir so eng zusammenarbeiten und wirklich großes Vertrauen über die letzten Jahre gewachsen ist, ist es eher so, dass uns dieses Thema ganz, ganz eng aneinander bindet. Art is able to bridge cultural boundaries, but only if it creates dialogue. Lunch break. In today's multicultural cities, it's a time of day often buzzing with a Babylonian mix of languages. Where are you from and what are you doing here? Is a common question. The question of origins is also relevant for museum objects. The official term sounds dry and somber, provenance research. While this simple question can make for interesting conversation starters, in museums, it can trigger important cultural discourse. After all, why do we need museums? Museums are tremendous instruments for creating knowledge. The way we present the objects in museums speaks volumes about the way in which we understand ourselves, other people, the past, the present, and our hopes for the future. Jonathan Fine, art curator of the West African collections at the Ethnological Museum, and spokesman of the Provenance Research Workgroup, ponders these critical questions every day. How did Germany take advantage of its position of power during the colonial period to enrich its collections? How should we handle that legacy today? These questions gain a particular relevance with the 2019 opening of the Humboldt Forum, which is bringing about a new dynamic in the museum landscape. Alongside the objects with unproblematic origins that are moving from the outskirts in Dahlem to the reconstructed Berlin Palace, are some with historically sensitive provenance. As such, they are moving not only geographically to the center of the German capital, but are also at the heart of the debate on cultural exchange and the reappraisal of historical guilt, making their move not only a logistical, but above all, a diplomatic challenge. Should objects from the former colonies now be transferred to, of all places, the very place where German colonial policy was drafted? How should the pieces be presented? And would it not be better if they were returned? One of the most spectacular objects at the Ethnological Museum has frequently been a subject of that controversy, the throne of King Joya from Cameroon. The throne Manduyenu is exceptional in every respect. It is vastly larger than other thrones from the area. It is vastly more opulent. The symbolism of the throne is also extraordinary. It embodies in one object many of the most central visual symbols of the Bamum monarchy. The double heads of the serpent refer to incredible military prowess. The spiders mediate between the world of the dead and the world of the living.
Along the front of the bench, you see a number of figures that are sort of parading in front of the throne, probably conquered kings. The twin figures that rise from the back of the seat refer to the magical powers of twins. The Mandu Yenu throne is from the kingdom of Bamum in the Cameroon Highlands. In 1902, German colonial rule extended into King Joya's remote kingdom. The German colonial system in Cameroon was violent and characterized by deceit, trickery, and manipulation, as well as the use of military and political force. Because King Joya offered an alliance to the Germans, the situation in the Bamum kingdom was comparatively peaceful. Fumbam, the capital of the kingdom of Bamum. One of the things that confronts ethnological museums today is the need to understand the way in which our pasts are embedded in colonial history. Within the borders of the modern-day Republic of Cameroon, there are still traditional kingdoms in which a throne is not only a museum object, but also a relevant symbol of political power. Isn't Bamum's current king, Sultan Mbombonjoya, the legitimate and rightful owner of the Mandu Yenu throne in Berlin? He is the grandson of King Joya, who sat on the throne during the German colonial era and also ordered the building of the palace inspired by German colonial architecture. The Kingdom of Bamum and German colonial history are ubiquitously intertwined. King Joya was one of the most skilled political actors that I've had the chance to study. He tirelessly sought to preserve his own autonomy within the very difficult political situation that was presented by the colonial era. Sultan Mbombonjoya not only shares his grandfather's name, the colonial legacy from the era of his grandfather's rule continues to influence Bamum's cultural policies to this day. If King Joya's throne were not in Berlin, it would be here, in the throne room of the palace, among the thrones of his predecessors and successors. Bamum's director of cultural affairs and also of palace administration is a close associate of the Sultan. The missing throne is a sensitive issue. Chaque jour qui passe, nous sommes obligés de parler de ce trône aux touristes qui arrivent, qui ne cessent de poser les questions sur ce trône. Qu'est-ce que le trône d'un roi Bamun fait à Berlin? Il y en a qui disent ces Allemands-là, ils ont volé le trône. Et comment pouvez-vous répondre à ces questions? Bon, il n'y a pas de réponse officielle. Moi, je prends sur moi le risque de déclarer ici solennellement qu'il ne s'est agi aucunement d'un vol de ce trône par les Allemands. Il s'agissait d'un cadeau du roi Joya à son ami l'empereur Guillaume, certainement pour renforcer, entretenir des liens amicaux entre lui et les Allemands. A truly kingly gift. The entirety of the throne is embroidered with the most extraordinary designs in glass beads that came from Venice
as well as from the Czech Republic in the 19th century. They were incredibly appreciated for their brilliant colors. One shouldn't forget how incredibly precious these objects were. Glass bead embroidery is still a speciality of Bamum artists, and their works are in demand on the international art market. The artist Nda Mama embroidered the most recent throne for the palace and works as a restorer at the Palace Museum. Les kauris en Supermum, ça s'appelle Mbom. Mbom. Qu'est-ce que veut dire Mbom? L'argent. L'argent. C'est l'ancienne monnaie. Ah, d'accord. L'ancienne monnaie. On achetait les femmes avec. Et un jour, Mbé achetait la femme. On disait acheter la femme parce qu'on lui donnait sa dot. Oui, avec la chèvre et les trucs que la tradition demandait. Flourishing currently underway in the capital Fumban is rooted in cultural tradition and regional history. Should a former colonial power like Germany have a role in that process? And if so, what role? Today, when visitors to Fumban look down the main road, they stare into the jaws of a two-headed snake encircling a giant spider. To European eyes, these heraldic animals of Bamum give the new Royal Museum an avant-garde appearance. Once the museum is finished, the world's most important collection of Bamum art will be moved here from the palace. The exhibition will also shed light on Bamum and Germany's common history. The viewpoint of the Bamum people may surprise Germans. Dans les collections du musée, il y a une section qui sera purement une section de la colonisation allemande avec des objets allemands. C'était un mariage de raison entre Bamoun et Allemands à l'époque. Mais maintenant, que voulez-vous que je dise? Divorce. Hein? Alors nous ne souhaitons pas. Les Allemands comprendra que il serait utile de nous aider dans la sauvegarde de notre patrimoine culturel et par ricochet d'une partie du patrimoine culturel allemand que nous avons. Je souhaite que ce soit une bonne occasion et une ultime occasion que vous et nous ne devons pas rater pour que vive l'histoire. Le trône du roi se trouve certes à Berlin. Il est l'ambassadeur de notre riche culture. The Humboldt Forum faces high expectations. Could these problematic objects trigger a broader cultural dialogue with their societies of provenance, and in this way open up a new and more positive chapter in the shared history? The Museum of Islamic Art, which is just a stone's throw from the new Humboldt Forum, shows that museums can do precisely this. Wenn wir heute diese Objekte aus anderen Kulturen in unseren Museumshallen haben, dann gibt es oft den Ruf: Woher kommt das? Was macht ihr damit? Welche Rechte habt ihr, das zu haben? Das kann man lange diskutieren. Aber auf jeden Fall kann man auch sagen, wir nutzen es, um unsere wandelnde Gesellschaft auch
positiv mitzugestalten. Und das ist auch ein Ziel des Museums, zu sagen, wir stellen nicht nur aus, sondern wir wollen Antworten geben auf die Fragen von heute. Wir wollen, dass die Menschen die Museen nutzen, um damit Werkzeuge zu entwickeln, ihre eigene Wirklichkeit zu verstehen und, ganz wichtig, natürlich zu gestalten. In the 17th century, this room served as a magnificent reception hall for a Syrian merchant from Aleppo named Isa ibn Butrus. Back then, the city was a cosmopolitan center of trade, where people of a variety of backgrounds, ethnicities, and religions mingled. Guests who entered this room would have known how to interpret the subtle messages depicted in the wall paintings, for nothing here is purely ornamental. This room is a masterpiece of diplomacy, and its subtleties are showcased once more through restoration. Was hier oben, das war ja richtiges Weiß, ne? Weiß-Blau. Mhm. Oder? Also wenn das säubert, kommt das dann nochmal raus oder gar nicht? In den Gesimsen und den Schrifttafeln wäre es erheblich, glaube ich, was das ausmachen würde. Mhm. Farbenfeuerwerk. Ja. Und wenn ich mir noch vorstelle, dass da ein farbiger Teppich drin liegt und dass die Leute farbige Wände hatten und vielleicht einen farbigen Turban. Man kann sich richtig vorstellen, wie doch die Personen saßen und vielleicht Gedichte rezitierten, die Inschriften nasen und weiter beschrieben. Und das kenne ich bis heute. Also ich bin öfters in solchen Räumen gewesen. Da sitzt man und philosophiert und gibt ein bisschen mit seiner Bildung an. Und früher, wissen wir, war es genauso. Lekfa el-Kulub, Lekka el-Mahbub. Die Heilung der Herzen liegt im Treffen mit dem Geliebten. Ach, das ist auch richtig romantisch. Arabic inscriptions and rapturous images reminiscent of the Arabian Nights. At first glance, that is. A second look reveals figures with halos. What does this mean? Man entdeckt fünfmal Maria mit dem Kind, aber nicht so, wie wir sie kennen, sondern auf einem islamischen Thron mit einem islamischen Nimbus. Denn in der islamischen Welt hat man den asiatischen Nimbus übernommen, den Feuernimbus. A depiction of the Last Supper with Jesus and his disciples sitting cross-legged on the floor in oriental fashion. The owner of the house consciously blends Christian and Islamic iconography, choosing images of biblical figures that also play a role in the Quran. This is because, unlike most of his business partners, Isa ibn Butrus is himself a Christian. Man sieht in all diesen Inschriften, in den Bildern, dass hier ein Umfeld geschaffen worden ist, dass Menschen verschiedenen Glaubens sich wiederfinden können. Aleppo today. Buildings lie in ruins, as does the cosmopolitan spirit of acceptance for which this city was once famous. Bombs have also destroyed the house where the Aleppo room originated. Can the spirit of the Aleppo room ever rise again out of all the hate, fanaticism and suffering? The Museum of Islamic Art is involved in two projects that aim to make that happen. The Syrian Heritage Archive Project and the Multaka Project. Wir haben dann im dritten Kriegsjahr angefangen, ein Projekt zu entwickeln, um das syrische Kulturerbe zu dokumentieren. Und was wir noch machen, ist ein Zerstörungsmonitoring. Es gibt die Berichte des Antikendienstes, es gibt Drohnenüberflüge, Satellitenbilder. All diese Quellen nutzen wir und wir arbeiten mit den Fachleuten und Personen vor Ort. Manchmal sind es Personen, die einfach Dinge ins Netz stellen, was sie gerade auf dem Handy gefilmt haben, um nachher einen guten Aufbau hinzukriegen.
The Multaka project trains Syrian refugees as museum guides to open the doors of Berlin's museums to other Arabic-speaking refugees and to offer German visitors a new perspective on already well-known objects. Wir haben eine ganz klare Haltung, indem wir sagen, wir bauen Brücken, indem wir nämlich Teilhabe als Grundvoraussetzung unserer Demokratie sehen und damit auch es erlauben, dass Menschen sich hier zu Hause fühlen, einbringen, Bürger werden zu dieses Landes, die dann auch einen Mehrwert mitschaffen für unser Land. Viele Syrer sind zu uns gekommen und für uns natürlich wichtig zu sagen, diese Objekte sind hier und das ist eure symbolische Heimat, wenn ihr wollt, in Deutschland. And it's called the Aleppo Room. When I came here and I first visited the Islamic Art Museum, it felt like seeing things from a different perspective. I was just lost. Seeing the Aleppo Room made me feel rooted here, or that I didn't only come with my suitcase and backpack, that I have more than this here. Projects like Multaka are making it easier for everyone to understand each other and to break these walls of ice we sometimes find. What can museums achieve today? What role can they play in a modern society? The debate about the role of museums has only just begun. Like the Prussian Cultural Heritage Foundation, they harbor a unique treasure. To live up to their own aspirations and those of their founders, they will have to demonstrate that their exhibits are more than silent witnesses to the past, set behind glass, but are actually signposts for the future.